Hallöchen Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu dem Let's Play von Das Testament des Sherlock Holmes und wir checken erstmal die Lage. Sehen Sie, wer auf uns wartet. Schielmann, ich gehe zurück und alarmiere die Wärter. Da ist er. Er ist harmlos. Da ist er, der Lappen. Aber was macht er hier? Warum ist er nicht weggelaufen? Weil ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihm geholfen haben zu fliehen? Kann man so sagen. Alleine hätte er es nicht geschafft. Hä? Aber wie? Und warum? Er ist ein gefährlicher Irrer. Holmes, Sie haben mich bei diesem Ausbruch zu einem Mittäter gemacht. Ich verlange eine Erklärung. Und die werden Sie bekommen. Aber zunächst muss ich unseren neuen Freund an einen sicheren Ort bringen. Es wird nicht lange dauern. Was hat denn das jetzt gebracht? Ich stoße später wieder zu Ihnen. Sagen Sie mir, wo ich Sie finden kann. Wie Sie meinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Zweifeln Sie etwa daran? Hier, nehmen Sie diese Notizen. Sie werden sich bestimmt als nützlich erweisen, wenn Sie Ihren Bericht über unseren Besuch im Westgate-Gefängnis schreiben. Also, wo finde ich Sie? Whitechapel oder Kensington? Ich würde mal sagen, Whitechapel. Wir sollten unsere Ermittlungen in Whitechapel fortsetzen. Können wir ja selbst entscheiden. Machen Sie sich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Ich habe jetzt einfach mal Whitechapel gemacht. So, was Holmes zu seiner Mithilfe bei Hans Schiemanns Ausbruch zu sagen hatte, war so außergewöhnlich, dass ich unser darauf folgendes Gespräch Wort für Wort festhalten möchte. Ich sah meinen Freund an, wie unruhig er innerlich war. Dennoch schilderte er mir nicht sofort die Einzelheiten zu dieser unglaublichen Tat. Erst später erzählte er mir von Hans Schiemanns Füllfederhalter. Dies waren seine Worte. Zäumen Sie das Pferd doch nicht von hinten auf, Watson, sondern lassen Sie mich fortfahren. Also, O'Sullivan musste nur die frische Tinte im Gästebuch leicht berühren, um mir ausgeliefert zu sein. Ich befahl ihm einen Zustand starker Müdigkeit, aber forderte ihn auf, im Moment nichts dagegen zu tun. Die Müdigkeit sollte stark genug sein, um später bei der Schicht im Hochsicherheitstrakt einem Nickerchen nicht widerstehen zu können. Später nach dem Schichtwechsel benutzte Schielmann den Schlüssel, um sich aus seiner Zelle zu befreien. Er schlug dem schlafenden O'Sullivan auf den Kopf und tauschte die Uniform des Wärters mit seiner Häftlingskleidung. Okay. Gut. Dann werdet auch geschwätzt. Jetzt sind wir nämlich bei der Kapelle bzw. der Kirche. Wir sind im Herzen von Whitechapel. Behalten Sie Ihre Brieftasche im Auge, Holmes. In dieser Gegend tummeln sich die meisten Taschendiebe Englands. Machen Sie sich um meine Brieftasche keine Sorgen, Watson. Es wäre leichter, Big Ben zu verrücken, als mich zu bestehlen. Oder sich einen Schilling von Ihnen zu leihen. Amüsant, Watson, wirklich amüsant. Können wir uns nun ernsthafteren Themen zuwenden? Ich bin ganz Ohr, Holmes. So, wo müssen wir denn hin? Ist die Frage. Das wurde mir jetzt gerade nicht gesagt. Wir reden erstmal mit dem, der gerade am Fressen ist. Nein, das ist nicht nötig. Wie der ist, ey. So, was ist mit der hier? Mit der können wir nicht reden. Was ist mit... Whitechapel Street. Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke des Viertels. Okay. Was haben wir noch? Können wir mit jemand sprechen hier? Ich schau erstmal hier vorbei. Ah, hier mit der. Nein, das ist... Wieso ist es nicht nötig? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Bugs Row. Wo Polly Nichols Jack the Ripper in die Arme gelaufen ist und den Tod gefunden hat. Ja, da vorne haben wir auch noch was. Bugs Row. Okay, können wir da rein? Nein, können wir nicht. Okay. Da Panda, okay. Wo müssen wir hin? Bugs Row. Hallo? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Nee, ich möchte gerne. Bugs. Hier steht überall Bugs Row. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, da muss ich, schätze ich mal, in ein anderes Viertel.
Ich glaube, hier bin ich falsch. Bugs Row, Bugs Row, Bugs Row. Ja, das ist die Straße hier. Die geht halt bis ganz hinten hin. Deswegen hat er so oft Bugs Row vorgelesen. Bugs Row. Meinen Kindern und mir ist nichts geblieben. Nicht mal unser Zuhause. Sie sind doch noch Babys. Brot, ich flehe sie an, Sir. Wir haben nichts. Es ist hier... ein Kutschenbauer. Nichts Interessantes. Und ein bisschen unlogisch, dass wir die Stimme von dem anderen Typen da haben. Wie hieß er nochmal? Keine Ahnung. Irgendwie unlogisch, aber egal. Es gibt keine Waren mehr. Ich muss dicht machen. Was für eine Tragödie. Gut, was ist das nächste Ziel, was wir uns vor Augen nehmen sollten? Was ist... Sie sind nicht von hier. Gehen Sie besser wieder. Ist keine gute Gegend. Ja. Was ist denn passiert hier? Niemand können wir hier reden. Ist doch scheiße hier, ehrlich. Und er ist so groß wie gerade mal die Tür. Wie lol. Ah ja, Sherlock Holmes ist riesig. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da hinten hin. Wo sind wir hier? Whitechapel Street. Whitechapel Street. Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke. Ja, okay. Gut, da vorne bin ich glaube richtig. Ganz schön groß hier alles, ey, muss ich sagen. Hier ist das öffentliche Hospital, das wir suchen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass wir uns nicht verirren hier, aber ja, müsste klappen hier. So. Ist halt recht groß. Das Dorf oder was es sein soll. So. Da wären wir im Hospital. Im Krankenhaus. Von Whitechapel. Und jetzt? Ah, hier haben wir doch was. Der Ofen funktioniert kaum. Deswegen ist es hier wahrscheinlich auch so feucht und kalt. Unfassbar. Man könnte hier doch wenigstens ein wärmendes Feuer für die Patienten machen. Könnte man. Wird aber nicht gemacht. Ganz einfach. Wer ist das? Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie. Oh, Grant. Bist du's? Grant. Ja, aber einen Augenblick. John Watson. Eine halbe Ewigkeit haben wir uns nicht mehr gesehen. Seit der medizinischen Fakultät, wenn ich mich recht entsinne. Ja, jung und ehrgeizig waren wir damals. Ich hätte nicht erwartet, dich hier anzutreffen. Herr Holmes geht einfach mal. Ich dachte, du wolltest nach Amerika. Ich hab's mir anders überlegt. Im Endeffekt wollte ich doch lieber faulige Beine amputieren. Ah. Das war ein Scherz, John. Leider konnte ich nicht nach Washington übersiedeln. Ich musste die Chirurgie an den Nagel hängen. Stattdessen sitze ich hier in diesem Rattenloch und verrichte mein Tagwerk im Elend dieser Welt. Grant, es ist ein ehrbares Unterfangen, Bedürftige zu behandeln. Du unterschätzt die Wichtigkeit deiner Arbeit. Wenn du das sagst, am Anfang habe ich das so gesehen wie du. Aber mit der Zeit erscheint einem diese verfluchte Gegend wie die Hölle auf Erden. Man denkt, schlimmer geht's nicht. Nur um am nächsten Tag... Ich glaube, Holmes hat sich umgesehen. Jetzt haben diese armen Leute auch noch mit dem Hunger zu kämpfen. Der Arztberuf bringt es mit sich, dass man immer wieder an seine Grenzen stößt. Grant, darf ich vorstellen, Sherlock. Er freut, Sie kennenzulernen. Ohne triftigen Grund kommt niemand freiwillig hierher. Also nehme ich an, dass es ein bestimmtes Anliegen für diesen Besuch gibt. Wie kann ich helfen? Skalpell. Dr. Grant, wir sind im Besitz eines Skalpells, das an einem ungewöhnlichen Ort gefunden wurde. Stammt es aus Ihrem Hospital, wie wir vermuten? Lass, dann schau mal sehen. Laut Gravur, schau mal sehen. Voll logisch, was ich gesagt habe, egal. Sein. Lass hier mal sehen. Verschwinden viele Dinge, müssen Sie wissen. Ich sagen. Das Leben in Whitechapel ist kein Zuckerschlecken. Wenn die Angestellten eine Möglichkeit finden, ihr Gehalt aufzubessern, lassen Sie sich diese Chance nur selten entgehen. Danke, Doktor. Gut, Verabschiedung. Leben Sie wohl, Doktor. Vielleicht bis bald. Und passen Sie auf sich auf. Yep. So, hier können wir uns weiter umsehen. Was ist mit dem hier? Ich glaub,
Wie alle Kranken. Das überrascht mich nicht, Holmes. Die Kranken sind zu schwach. Ja, wir lassen sie lieber mal in Ruhe. Nee, wir sind ja nicht so. Lässt sich nicht öffnen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso kann ich hier nichts öffnen, ey? Wie unlogisch, ey. Na, dann gibt's hier anscheinend nichts mehr zu tun. Wir gehen wieder raus. Und folgen mal der Straße, schätze ich mal. Das Armenviertel also. So. Eine riesige Tür, ey. Und er macht auch voll zwei Stück auf. Es würde länger dauern, aber scheiß drauf, so. Was haben wir denn hier alles? Hier ist einer mit einem... Boah, der hat aber einen langen Bart, ey. Alter Schwede. So, wo geht's denn hier weiter? Sind wir hier? Whitechapel Street. Okay. Hier ist nichts Interessantes. Also, okay, dann kann ich hier gar nicht weiterlaufen. Dann mache ich vielleicht mal einen kurzen Schlenker nach rechts. Vielleicht finde ich da mehr. Nee, da komme ich gar nicht rein, okay. Ah, vielleicht mit dem reden kurz. Tut mir leid. Ach, dann halt nicht. Kannst du mich mal gern haben, Junge. So, gehen wir mal in die Kirche, oder? Würde ich sagen. Boah, ganz schön armes Viertel hier, muss ich sagen. Alter Schwede. Hier geht's rein. Hier sind wir auf dem Friedhof der Kirche. Ganz schön mutig hier. Dieser Friedhof ist ein Sinnbild für ganz Whitechapel. Finster, ja, unheilvoll, genau. Und heruntergekommen. Das alledem. Welch schrecklicher Ort für die letzte Ruhe. Wenigstens plagt sie nicht mehr der Hunger. Ja, okay. Da hinten können wir aber hin. Da ist so eine Holzhütte. Die ist mir noch ein bisschen verdächtig. Die scheint mir verdächtig. Hier sind Seile. Mal sehen, das untersuchen wir mal. Die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. Das Seil, mit dem der Bischof von Knightsbridge gefesselt wurde, stammt von diesem Friedhof. Es ist nur auf einer Seite ausgefranst, weil es dazu verwendet wurde, Särge in die Gräber zu lassen. Da haben wir es doch. Da haben wir doch die Lösung. Super, kommen wir da zufällig rein in dieses Haus? Das wäre sehr geil. Lässt sich nicht öffnen. Oh, war ja wieder klar, ne? Es war mal wieder so klar. Haben wir was im Inventar, mit dem wir das öffnen können? Zufällig? Nee, mit dem Taschenmesser geht das wahrscheinlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Hier durch. Ah, da vorne ist auch noch was. Ein Grabstein oder was? Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Ja, jetzt wird erstmal richtig analysiert. Vergleichen Sie die Hinweise vom Tatort mit denen auf dem Friedhof. Gut. Granit. Das Gestein stammt vom selben Granitblock. Puh. Okay. Was war nochmal mit dem Block? Ich weiß es gar nicht mehr. Granit. Aha, okay. Schwarze Farbe. Das Gestein stammt... Schwarze Farbe. Aha. Schwarz. Aha. Schwarz. Granit. Was hat es denn noch? Ähnlich. Granit. Ich guck mal alles genau durch hier. Hallo? Schwarz. Das wissen wir aber. Das Gestein stammt vom selben... Schwarz. Es stammt vom selben Granitblock, aber... Ja, da muss ich mal kurz überlegen hier. Ja, damit kann ich vorerst nichts anfangen.
Granit. Schätze ich mal. Auf beiden Steinen befindet sich dieselbe schwarze Farbe. Dieser schwarz Stein ist identisch mit der Probe aus dem Seil, das wir in der Baker Street analysiert haben. Und mit der Probe von den Schuhabdrücken der Mörder des Bischofs von Knightsbridge. Ja, also. Dann können wir ja mal weiter fortfahren hier. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Hier ist noch irgendwas. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Ja. Feuchte, schwarze Erde. Ja, das war's auch. Frisch umgegrabene Erde. Noch feucht. Das ist die gleiche feuchte, also, dunkle Erde, da die wissen wir ja schon des alles. Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Sie stammt also aus einem Grab. Kein schöner Gedanke. Alles fügt sich zusammen, Watson. Die Granitfragmente aus dem Haus des Bischofs stammen von den Grabsteinen dieses Friedhofs. Genauso wie das Seil, mit dem der arme Mann in Schach gehalten wurde. Mit Seilen wie diesen werden die Särge ins Grab hinabgelassen. Mir fallen nur zwei Gründe ein, warum jemand viel Zeit auf einem Friedhof verbringen würde. Entweder die Person ruht sich hier aus, für immer, oder sie arbeitet hier. Mindestens einer der Mörder des Bischofs muss also hier beschäftigt sein. Ein Jammer. Würde der Kerl hier ruhen, hätten wir es leichter. Ja, aber so ist es nun mal nicht hier. So, was ist hier in der Schubkarre? Nächste Suppenausgabe, 19. September. Dank der Großzügigkeit von Prinz Woodville wird im Stadtteil Whitechapel erneut Suppe ausgegeben. Diese Essenzmarke ist gültig für eine Portion bei jeder Suppenausgabe am 19. September. Kurz, vergiss nicht, das Werkzeug vom Friedhof mitzunehmen und komm diesmal pünktlich. Grapey AP. Ja. Ein Handzettel für die Suppenküche. Dieser Handzettel trägt das Datum von übermorgen. Die Essensmarken für die Suppenküche werden aber immer am gleichen Tag ausgegeben. Er muss also von jemandem stammen, der dort arbeitet. Haha, und hier haben wir noch eine Schaufel, sehe ich gerade noch. Die Schaufel gehört den Friedhofsarbeitern. Die Schaufel. Also können wir da nichts analysieren, gut. Da hinten war ich auch schon so weit, also haben wir alles gemacht. Hey, vorher war doch so, dass hier jemand voll drum gebettelt hat, dass sie nichts zu essen haben oder so. Das war doch hier vorne, glaube ich, oder? Das war... Vielleicht könnten wir denen irgendwas geben oder so. Wäre doch freundlich. Auf jeden Fall. Wenn die da immer noch stehen... Wäre ich dazu auf jeden Fall bereit. Brot, Sir. Ah, nee. Okay, dann muss ich mal ein bisschen weiter überlegen hier. Hier gab es, glaube ich, nichts. Okay.